Und damit geht es ran gegen Key 71442 MMR. Ja, okay. Kein Mustang-Start. Ich glaube, davon lasse ich mich jetzt nicht noch einmal verlocken. Oder vielleicht doch. Mit dem richtigen Commander. Aber Mustang-Crawler generell. Gut, wir haben schon mal keine Mustangs. Ariel. Verlockend. Fortified. Quick Supply. Naja, komm. Hier nehmen wir mal den arealen Spezialisten. Er startet mit Fangs. Das ist natürlich wieder super geil. Oh, hat Elite. Okay, wir müssen versuchen, ihm möglichst viele Probleme zu erzeugen. Weil er kann sich nicht auf alle gleichzeitig konzentrieren. Und jetzt müssen natürlich die Probleme auch eine gewisse Qualität haben. Durch seine Tarantellen ist er natürlich relativ stark Level 1. Ne? Die Dinger sind halt einfach denke ich. Ich habe die Sniper zwar. Nee, so kann ich die schon aufstellen, denke ich. Ich überlege gerade nur, wie er sich aufstellen könnte. Ja, wahrscheinlich auch er hier, ne? Warte, du stehst eins weit vorne. Weiß nicht, warum ich hier einen Abstand wähle. Können auch gerne so daran stehen. Muss nur also sehen, dass ich dann danach Schaft davor kriege. Und jetzt halt eben auch. Die Frage ist, wohin? Was will er sich holen? Sniper? Zwei Stück. Drei Taranteln. Probieren wir mal was Illegales. Probieren wir mal was richtig Illegales. Was ist das? Egal, wir gehen rein. Er hat sich zwei Elite-Sniper geholt. Das ist natürlich jetzt total wack. Ich habe vergessen, dass er Elite ist. Seine Elite-Sniper werden meine Taranteln halt two-shotten. Okay, tun sie nicht. Vier Shots brauchen sie schon. Aber es ist trotzdem nicht so gut, wie ich vielleicht gedacht hätte, ne? Glaube ich. Weil ich brauche halt zu lange für seine Taranteln, um mal an seine Sniper ranzukommen. Steht relativ mittig. Wir müssen jetzt... Oh, Alter. Der kriegt direkt die Tarantel kaputt. Die noch kaputt machen, Jungs? Wäre ganz geil. Ah, das schaffst du nicht mehr, ne? Ein Shot noch. Na, nee, okay. Never mind. Gut. Dreifacher Tarantelstart war es nicht, Leute. Ich glaube, ich werde hier auch Fangs dazu spielen. Es bringt mir nichts, wenn meine Crawler da reinlaufen, während meine Taranteln noch arschweit weg sind. Haste Module. Subsidized Storm Corner. Das ist hier ein sehr interessantes Upgrade. Das nehmen wir, glaube ich, direkt mit, oder? Das können wir... Ich brauche eigentlich erstmal ein Schaff. Und dann weiß er in der nächsten Runde, was kommt. Na, jetzt ist eh zu spät. Something like this. Lassen wir von weiter hinten nochmal einmal reinwackeln. Ich könnte auch meine Flanke hier noch ein bisschen verteidigen. Er will sich natürlich mittig aufstellen. Ich muss versuchen, auf einer Seite irgendwie durchzupreschen, aber ich weiß nicht, wie genau ich das anstellen soll am besten. Bringt das was? Lass ich die von hinten reinkommen? Stelle ich die zum Flankenschutz auf? Was will er sich dazu holen? Level 2 Crawler werden hier auch schon schmerzhaft. Also muss ich wirklich sagen. Ich könnte versuchen, ihn hier komplett abzuziehen mit der. Der Charge hier. Naja, wird trotzdem noch da hin. Das ist interessant. Das ist safe eine falsche Anzeige. Der Weg ist ja wohl mal 100 Mal kürzer. Ich probiere es so. Okay. Er hört sich mehr Fangs dazu. Das leveln, glaube ich, meine Taranteln dann ganz gut. Hier sollte ich gut durchkommen. In der Mitte kriege ich halt ein bisschen auf den Sack. Ist die Frage, was ist besser? Rechts gut durchkommen? Oder auf den Sack kriegen. In der Mitte. In dem Moment. Okay, also die Fangs, die dazulaufen, die laufen viel zu langsam dazu. Da holt er mich mit seinen Snipern. Da muss ich seine Sniper ablenken. Also nächste Runde Crawler ins Eck. Oder halt einfach Stormcaller jetzt dazu, ne? Direkt.
Das wäre auf jeden Fall etwas, was ich hier spielen möchte. Von daher gehen wir erstmal Stormcaller da rein. Und mache ihm so ein Problem, dass er, glaube ich, so schnell nicht lösen kann. Und dann habe ich vielleicht wieder das Momentum auf meiner Seite. So die Theorie. Wespenschwarm. Ja, das ist auch was sehr Interessantes, ne? Kann ich ihm sehr gut da oben reinsetzen. Shield Airdrop. Das wird er wahrscheinlich nehmen, oder? Will ich das haben? Um den hier zu... Er hat die Level 2 Sniper, die kommen da schon irgendwann durch. Wir nehmen den Wespenschwarm. Wir holen uns jetzt euch hier. Ich könnte mir überlegen, sogar noch einen zu holen. Will ich das so konzentriert hier haben? Ich will eigentlich nicht den Schaff wegräumen. Ich will ihn hier und ihn hier damit wegräumen. Das sind die Targets, die ich damit treffen möchte. Von daher spiele ich es, glaube ich, mal lieber so. Ich frage, ob er jetzt hier schon abbiegen wird. Den nicht vergessen zu setzen. Ich spiele trotzdem noch einen zweiten hier rein. Und jetzt mal gucken, ob er mich flanken will oder nicht. Und schauen wir mal, was wird. Okay, okay. Es war gar nicht so bad, den da rein zu spielen. Er hat Anti-Air drauf. Aber das ist jetzt gar nicht das, was ich wissen will. Schild kriegen wir, glaube ich, down. Ganz gut. Wespen kommen durch. Er hat den irgendwie hier predicted, den Wespenflank. Aber jetzt haben wir wieder Momentum auf unserer Seite. Gerade durch den einen Beacon da. Und jetzt können wir mit Level hoffentlich ein bisschen aufholen. Gerade weil wir die auch kriegen. Na, jetzt haben wir hier zwei Level bekommen. Das ist super wichtig. Den kriegen wir jetzt auch noch weg. Sniper kriegen den Level jetzt. Und dann machen wir da hinten mit Crawlern weiter in der Ecke. Na, er hat jetzt hier, glaube ich, die Tarantel gehabt. Wenn ich die so spiele... Müssen wir mal gucken. Ah, die steht schon sehr gut da, um den Crawler abzufangen. Aber da würde ich sagen, machen wir weiter mit Wespen, oder? Was ist, wenn er sich das holt? Upala. Tschüss, Headset. Ja, Wespen könnte ich holen. Wenn er das hat, bin ich am Arsch. Habe ich Springen drauf? Habe ich nicht. Ich könnte sie da oben reinsetzen, hier reinfliegen lassen. Dann nach und nach verkaufen. Probieren wir es. Wenn er sich... Ich glaube, so wie er mich einschätzt, holt er sich... Wir machen so. Wenn er eine Bombe spielt. Trifft er hoffentlich nur ein Squad. Wie gesagt, darf jetzt hier nicht an Damage verlieren. Boah, euch auch noch mitnehmen als Level. Schon teuer, aber auch schon geil. Ich glaube, ein Level kann ich da schon mitgehen und ich kann ja auch noch eine weitere gehen. Da will ich euch lieber in der Mitte haben. Ich will euch, glaube ich, lieber in der Mitte haben, ne? So ergibt es, glaube ich, gerade mehr Sinn. Dann vielleicht noch ein Packen-Crawler, der hier reinläuft und die Flanke deckt so ein bisschen. Na? Oder lieber hier vorne? Da muss ein Fang vor, falls er jetzt eine Bombe spielt. Schauen wir mal. Keine Bombe von ihm, aber ein Crawler hier. Der zieht den ab. Es ist perfekt. Da oben das. Was hat er geholt? Das. Okay, check. Die ganz schön schnell irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso. Damage-wise, Artillerie macht gut Damage. Tanken komme ich gerade noch ein bisschen durch. Das muss jetzt sitzen, damit wenigstens der Level 2 kaputt geht. Jawohl. Flank hat geklappt. Da wird der nächste Runde Bombe und Dings spielen. Ich glaube, ich will noch gar nicht jetzt direkt verkaufen. Leider hat er hier das geholt, weil er Level 2 Crawler hat. Das war abzusehen, aber ich habe ihn installen können. Und das war genau das, was gezählt hat in dem Moment. Jetzt nur nicht zu viele Dinger an die drei Crawler da verlieren. Danke sehr. Wie sie flüchten. Schnell weg! Ich werde angepiekst. Okay. Probleme wollen wir erzeugen. Er hat noch nicht wirklich Damage gegen High and Heavy, außer die Sniper. Steel Ball. Senior Defense. Er muss sich jetzt da oben drum kümmern. Was geben wir ihm hier dazu, um da reinzurattern? Ich muss halt mich jetzt auch beeilen, ne? So langsam, je mehr Einheiten er aufs Spielfeld bringen kann, desto schwieriger wird es für mich. Er kann sich das wahrscheinlich nicht leisten.
Bringt mir jetzt aber, glaube ich, auch nicht so viel. Aber was für ein Giant will ich da reinspielen eigentlich? Schon eigentlich Fortress, no? Die sind auch sehr interessant hier. Da ein bisschen abzulenken. Den stellen wir mal hier rein. Hier kam gerade ein bisschen viel durch von seinem Zeug. Dem geben wir noch einen dazu. Ich bin hier auf jeden Fall eine Bombe, weil der nervt mich sonst so stark. Dann können wir noch ein Level vergeben. Gehen wir mal an den. Dann schauen wir mal, dass wir nächste Runde ein paar mehr Giants hier aufs Spielfeld bringen können. Was macht er? Range auf den Fangs. Okay, interessant. Gegen die Wespen. Ich verstehe. Hier haben wir weggebombt. Die 50 müssen wir jetzt, glaube ich, kontinuierlich investieren. Er macht weiterhin nichts gegen die Artillerie. Ich weiß nicht, ob das so der Call ist. Er kann sich verteidigen gegen die Wespen. Das heißt, die können wir jetzt verkaufen. Hat auf jeden Fall die Runde gegen die Wespen investiert. Damit kommen wir natürlich durch, hoffentlich. Aber aktuell ist der Chaff weg. Das ist sehr interessant. Also ich brauche noch ein bisschen mehr Chaff, I suppose. Hat er natürlich hier vor allem über die Range gelöst. Mhm. Dreimal Arclights. Ein Rhino ist sehr spannend. Das könnte ich hier nochmal mit reinstellen. Dann würde ich, glaube ich, safe durchkommen auf seinen Tower, wenn ich das noch mit Dings spiele, mit Beacon. Könnte ich aber auch genauso gut hier hinten reinstellen. Von da kommen lassen. Und dann Wespen wiederum verkaufen. Boote, brr, nee. Glaube ich nicht. Würmer, nee. Was mache ich, wenn er Boote spielt? Ich habe ein paar Snüper auf dem Feld. Ich glaube, ich will wirklich hier seine Headquarter bekommen. Das ist hier mein Life-Goal. Aber konzentriert ihr euch direkt darauf? Schon, oder? Naja, ich lasse ihn von hier oben kommen. Field Recovery, 300 Cash für mich. Danke sehr. Level. Ich könnte eigentlich schon nochmal ein Level reindrücken, ne? Du auf jeden Fall. Du auch. Und du machst hier so einen wichtigen Job eigentlich gegen die Dinger da. Das wollen wir mal schnell wegkriegen. Hat er Bomben gespielt? Ich glaube, das kann er sich gar nicht erlauben, oder? Okay. Hier kommt der McCrawn, das wird ein bisschen wehtun. Jetzt sind wir early, da kommt der Wurm. Hier kommt mein Drop. Mal schauen, wie es ausgehen wird. Er kriegt meinen Tower. Das ist sehr ungünstig. Wahrscheinlich sogar beide Tower. Da oben komme ich einfach nicht durch. Durch seine Crawler. Zack, jetzt kommt der Debuff. Er hat nicht mehr viel auf dem Feld von seiner Hauptarmee. Ich bekomme auch noch einen Debuff. Er bekommt jetzt aber auch noch einen Debuff. Ne, meine Armee wird sterben. War gut gespielt von ihm mit den Würmern an den Seiten. An der Seite. Der andere war ja rechts. Mal gucken, wie sich jetzt hier das einzelne Rhino noch durchschlagen kann. Er kriegt den Tower. Kann auch ein bisschen Mayhem jetzt gehen. Aber den müssen wir da auch verkaufen. Dann gucken, dass wir wieder das Momentum gewinnen. Am besten jetzt mit irgendeinem Iron Blast oder so. Acid Blast. Der tut mir vor allem weh, weil ich auch alles schilden muss. Ich könnte hier für Schilde gehen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so bad. Speed. Nee. Das ist alles Quatsch für mich. Wenn ich so drüber nachdenke, will ich das alles nicht wirklich haben, ne? Ich könnte meinen Tarantel einen Macrage geben. Dass sie den Schaffen besser wegräumen. Ich will das alles nicht wirklich haben. Wahrscheinlich noch am ehesten Speed. Will ich den schon verkaufen? Zu
zusammen mit den Wespen könnte er jetzt vielleicht nochmal einen guten Job machen. Aber ich glaube, nee, ich brauche das Geld, ich brauche das Cash, ich brauche Schilde. Ich brauche eine Bombe hier, eine Bombe da. Wespenflank. Holen wir uns dennoch trotzdem. Ich weiß noch nicht wo. Genau, hier vielleicht ein bisschen supporten. Beim Wurm. Sollte ich jetzt noch holen? Macrage, genau. Noch eine Tarantel. Range ist, glaube ich, auch nochmal was, was ich hier brauchen könnte. Dann probieren wir es mal so. Ich habe jetzt nichts wirklich gegen den Wurm. Das war, glaube ich, ein bisschen fahrlässig. Was ist, wenn ihr hier noch einen Wurm schickt? Macht er nicht. Sehr gut. Ah, da oben hat er Bombe gespielt, da wäre ich nicht durchgekommen. Jetzt muss ich wirklich hoffen, dass ich hier irgendwie durch die Mitte durchkomme und seinen Schaft zuerst wegräume. Und das sieht aktuell okay aus. Der Wurm hier, der macht mir jetzt Probleme natürlich. Okay, da kommt schon wieder raus, das ist gut. Aber ich habe nicht mehr den Damage. Ich habe nicht mehr den Damage. Ich komme da nicht mehr durch. Weil er zu viele Sniper hat und ich down gehe. Weil ich eingehe wie so eine Ölsardine. Er hat nichts gegen die Stormcaller gemacht und die machen nicht genug Schaden. What the fuck? Ich bin so hardly confused. Feuer. Ich glaube, Feuer legen wir jetzt. Und dann in Verbindung mit Booten und Artilleriekanone, oder? Halt schon gut gelevelte Sniper, da werden meine Boote schmelzen. Anders, alles andere will ich eigentlich auch nicht spielen. Splash hätte man auch noch überlegen können. Ob man dafür geht. Schilde wäre vielleicht noch etwas, was man spielen könnte. Ich probiere es erstmal mit Feuer. Vielleicht reinlaufenden Minen. Aber das wäre jetzt schon recht teuer, das Upgrade. Ich glaube. Will ich hier nochmal Artilleriekanone spielen oder. Will ich lieber noch einen Fortress haben, das mich ein bisschen mehr beschützt? Das wird halt nicht viel Damage machen, ne? Das ist halt so das Ding. Aber es hat ein kleines Schild, so. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung, was das jetzt wird. Geht auf jeden Fall auf Range. Das ist jetzt ein bisschen toxisch für mich, dass jetzt vor mir alles brennt. Sehe ich gerade so ein bisschen. Er hat Speed gewählt. Er hat hier das Battleship. Nein, wo ist denn mein Battleship? Warum bist du so weit nach vorne geflogen? Warum hat das so lange gebraucht? Warum habe ich jetzt Debuff? Nein, das ist Battleship. Ich habe vergessen, dass er das Battleship jetzt hat, Mann. Kacke. Ich glaube, der Turning Point war einfach schon längst da, ne? Er hat hier mit Elite einfach den Turning Point gefunden. Ich hab's. Eine Zeit lang geschafft, ihn unter Druck zu setzen und dann war irgendwann vorbei. Dann war irgendwann vorbei und ich bin da nicht mehr durchgekommen gegen die massive Kampfkraft von Elite im Late. Ich habe wirklich krasse Probleme gegen Elite. Ich dieser eine Crawler hier, ne? Der hat wirklich ihm das Game gerettet, so. Dadurch, dass die irgendwie nie direkt dahin geschossen hat. Eine Salve direkt dahin und das wäre. Gut, das wäre natürlich fahrlässig, aber dass die Bombe da nicht schnell genug ist. Ach, Mann, oh. Mann, 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 Mann. Das hätte ich weiter außen hinsetzen müssen. Ich habe seinen scheiß Drop vergessen. Ohne Drop vielleicht anders ausgegangen, aber auch nur ganz vielleicht. Ach, das war, ist sogar reingeportet. Das war nicht der Drop. Er hatte nie einen Drop. Das war aus einem anderen Game, Salzi. Wilde Erfahrung, die ich hier heute mache. Wilde Erfahrung. Ärgerliche Erfahrungen. Meine Damen und Herren, das war eine weitere Runde Mechabellum.
bis zum nächsten Mal. Autsch.